Hallo und herzlich willkommen. Nachdem ich Ihnen im vorigen Video zunächst die zentralen Kräftesysteme im Raum vorgestellt habe, komme ich nun heute zu den allgemeinen Kräftesystemen und gegebenenfalls noch Momenten im Raum. Ich werde wie üblich zunächst Ihnen die Theorie vorstellen und dann anhand von einem Beispiel Ihnen zeigen, was man mit dieser Theorie entsprechend machen kann. Gut, fangen wir an. Sie sehen die Überschrift 7.3 Allgemeine Kräftesysteme und Momente im Raum. In völliger Analogie zu dem, was ich Ihnen bei den Ebenen allgemeinen Kräftesystemen vorgemacht habe, schauen wir uns zunächst auf der linken Seite an, wie die resultierende Kraft aussieht, wie das resultierende Gesamtmoment aussieht und dementsprechend formulieren wir dann auf der rechten Seite die Gleichgewichtsbedingungen. Fangen wir ganz einfach mit der resultierenden Kraft an. Da würde ich hier vielleicht noch das R ergänzen für Fr und dann schreiben wir hier ganz einfach, Fr ist nichts anderes wie die Summe über die Einzelkräfte Fi von I gleich 1 bis n. So, vom Prinzip her sah das ja jetzt genauso, sieht das genauso aus wie bei den Ebenenkräftesystemen. Das Einzige ist jetzt, dass diese Kraft Fi, und das haben wir in dem ersten Video zur Raumstatik gesehen, jetzt drei Komponenten hat. Eine in X-Richtung, eine in Y-Richtung und eine in Z-Richtung. So, und dementsprechend sieht jetzt eigentlich die Formel für das Gesamtmoment auch nicht anders aus, wie das, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Also, hier schreiben wir jetzt auf allgemein, dass wir das Gesamtmoment berechnen können über das Kreuzprodukt der einzelnen Kräfte und den entsprechenden Ortsvektor vom Koordinatenursprung, auf den wir uns beziehen, zu dem Kraftangriffspunkt. So, ich schreibe hier genauso von I gleich 1, von I gleich 1 bis n, weil die Kräfte, die ich hier jetzt eingetragen habe, hier hinten, das sind ja genau dieselben Kräfte wie die hier oben, die wir nutzen, um die resultierende auszurechnen. So, wenn jetzt am System noch Einzelmomente angreifen, dann müssen die halt hier einfach noch mit zu diesem Gesamtmoment dazu addiert werden. Und damit ich mit dem Laufindex nicht durcheinander komme, nehme ich hier k und dann schreiben wir hier von klein k gleich 1 bis m. Und dann passt das. Und hier machen wir noch einen Vektorpfeil drüber, weil diese Momente jetzt auch wieder drei Komponenten haben können, jeweils x, y und z Richtung. So, und wenn wir jetzt zu den Gleichgewichtsbedingungen kommen, dann ist das natürlich extrem einfach, weil jetzt schreibe ich wieder ganz normal, Fr, resultierende Kraft muss 0 sein und resultierendes Moment muss 0 sein. Das sind meine Gleichgewichtsbedingungen. Ja? Nichts anderes. So, die erste Gleichung, die hier drin steckt, resultierende Kraft gleich 0, da nehmen wir von der Kraft einfach die Koordinaten von der resultierenden und wissen, dass wir die einfach dann entsprechend hier 0 setzen müssen, um gegebenenfalls irgendwelche Unbekannten rauszukriegen, damit sozusagen Gleichgewicht herrscht. Deswegen würde ich schreiben Frx gleich 0, Fry gleich 0 und Frz gleich 0. Das wäre sozusagen hier das Kräftegleichgewicht im Raum. Drei Richtungen, in drei Richtungen x, y, z muss die entsprechende resultierende Kraft gleich 0 sein. Formulieren wir jetzt das Momentengleichgewicht, also sprich wir setzen das Gesamtmoment gleich 0, dann haben wir hier oben ja auch diesen Vektorpfeil drin und wir wissen, wir haben jetzt auch wieder drei Richtungen. Dementsprechend nehme ich jetzt die Formel, die ich hier unten links aufgeschrieben habe, mit den Vektorpfeilen und schreibe die jetzt auch wieder nur für die Koordinaten auf, weil nur mit Koordinaten kann ich rechnen. Das sind Zahlen, ja? Also würde ich hier anfangen mit Summe i gleich 1 bis n. Und jetzt habe ich das erste Kreuzprodukt, Ri Kreuz Fi. Und das ist nichts anderes wie
das entsprechende Moment, mix. So, das ist die erste Koordinate von dem Teil, was ich hier links sehe. Und das kann ich jetzt dreimal aufschreiben, weil das habe ich ja dann in x-Richtung, in y-Richtung und in z-Richtung. Also können wir hier noch drunter schreiben, i gleich 1 bis n, m i y und i gleich 1 bis n, m i z. So, damit habe ich sozusagen für diese drei Raumrichtungen dieses Kreuzprodukt erledigt und habe mir hier die entsprechenden Summen der Koordinaten aufgeschrieben. Und jetzt kommt einfach nur noch hier hinten jeweils die Geschichte mit den Einzelmomenten dran, falls es halt welche gibt. Und da hatten wir hier Summe k gleich 1 bis m und dann wäre das mk x ist gleich 0. Und um das vollständig zu machen, machen wir hier weiter k gleich 1 bis m, mk y gleich 0 und hier kommt noch dazu k gleich 1 bis m, mk z gleich 0. So, und damit haben wir 6 Gleichungen. Die ersten drei Gleichungen hier oben sind das Kräftegleichgewicht, jeweils in die x, y und z Richtung. Und die nächsten drei Gleichungen sind das Momentengleichgewicht, jeweils um die x-Achse, um die y-Achse und um die z-Achse. In Summe 6 Gleichungen. Wir erinnern uns, in der Ebene hatten wir 3 Gleichungen. Da hatten wir nur die 2 hier vorn. Und wir hatten nur hier oben eine Gleichung für das Momentengleichgewicht. Im Endeffekt war das die um die z-Achse, die hier ganz unten steht. Wenn wir jetzt in der Folge ein Tragwerk berechnen wollen, ein räumliches Tragwerk, dann müssen wir uns natürlich mit der Problematik der Lagerreaktionen auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt mal hier oben anfange mit der Einspannung, die wir ja gut kennen, dann hatten wir in der Ebene an dieser Einspannung genau 3 Lagerreaktionen, 2 Kräfte und ein Moment. So, und jetzt haben wir natürlich 3 Kräfte. Jetzt haben wir eine Kraft in x-Richtung, eine Kraft in y-Richtung, eine Kraft in z-Richtung und jeweils um diese 3 Achsen, um diese 3 Raumachsen auch 3 Lagermomente. Deswegen sind hier in dieser Skizze mbx, mby und mbz drin. Ja, das sind die 3 Lagermomente und zusätzlich, wie gesagt, natürlich auch 3 Kräfte. Also haben wir hier ganz klar ein R gleich 6. R war die Anzahl der Lagerreaktionen. Schauen wir uns das Festlager an. Festlager heißt, dieser Lagerpunkt hier ist gelenkig, aber er kann sich nicht verschieben. Kann sich weder in der Ebene verschieben, noch kann er sich vertikal verschieben, also in y-Richtung. Das heißt, durch das Gelenk habe ich an dieser Stelle als Lagerreaktion keine Momente. Aber ich habe natürlich Kräfte. Und Kräfte jetzt nicht bloß in x- und y-Richtung, sondern in x-, y- und z-Richtung, also in meine 3 Raumrichtungen. Also habe ich in dem Falle 3 Lagerreaktionen R gleich 3. So, und bei dem Loslager ist es jetzt so, da kann dieses Lager sich ja jetzt in der Ebene bewegen, die hier angedeutet wurde. Ich habe hier das Gelenk, das heißt keine Momente, weil ich ein Gelenk habe. Die Bewegung in der Ebene, in dem Fall ist das die XZ-Ebene, die ist durchaus möglich, dadurch auch keine Lagerreaktionen, keine Kräfte, nur in Y-Richtung wird die Bewegung verhindert und deswegen habe ich hier dieses FBY drin und kann schreiben R gleich 1. Ne? Wenn wir vielleicht noch hier uns das dahinter schreiben, also im 2D-Fall hatten wir hier R gleich 3, hier hatten wir R gleich 2 und hier hatten wir auch R gleich 1. Das nur so ein bisschen als
als Rückblick auf das, was wir schon kennen. Gut, damit können wir uns jetzt einfach ein Beispiel anschauen und das wollen wir auch machen. Und so ein bisschen der Klassiker ist ja, dass ich eine Welle habe mit einem schräg verzahnten Zahnrad. Also stimmt meine Überschrift hier nicht ganz, Lagerreaktionen einer Welle mit einem schräg verzahnten Zahnrad. Das wäre korrekt für diese Überschrift. Okay, aber gucken wir uns die Skizze an. Auf jeden Fall sehe ich hier die Welle und ich sehe dieses Zahnrad. So, wenn diese Zähne im Eingriff sind, werden an dieser Stelle Kräfte übertragen. Auf jeden Fall habe ich immer dieses FU, das wäre eine Umfangskraft, die übertragen wird. Dann habe ich das FR, das ist eine Radialkraft, die wird auch übertragen. Und dadurch, dass ich schräg verzahnt bin, habe ich auch ein FA, eine Axialkraft. Diese drei Kräfte, die habe ich halt hier an der Kontaktstelle zum nächsten Zahnrad. So, was mich jetzt interessiert, das wären meine Lagerreaktionen. So, schauen wir uns das an, was wir hier an Lagerreaktionen haben. Ich markiere die vielleicht mal. Dann haben wir im Punkt A FAX, FAY und FAZ, entsprechend diesem Koordinatensystem, was hier in grün unten drin ist. Und ich habe hier FBY und FBZ drin. So, und jetzt kann ich hergehen und kann natürlich mein Gleichgewicht aufschreiben. Und das will ich auch machen, ne? Also fange ich vielleicht mal an hier mit der Y-Richtung. Dann würde ich positiv starten hier mit FAY. Okay, dann würde es weitergehen mit minus FU, diese Umfangskraft, die ich hier habe. Und dann haben wir hier noch plus FBY ist gleich 0. Das ist das Erste. Dann nehme ich mal meine X-Richtung. Also hier könnten wir Y dran schreiben, hier könnten wir X dran schreiben. So, da würde ich anfangen mit FAX. Das ist das, was wir hier haben. FAX. So, und dann käme hier noch rein minus FA. Diese Axialkraft ist gleich 0. Das ist alles. Und als letztes kommt unsere Z-Richtung ins Spiel. Da fangen wir an mit FAZ minus FR. Plus FBZ ist gleich 0. Okay, das ist mein Kräftegleichgewicht. Gehe ich nochmal kurz zurück zu dem, was ich Ihnen hier gezeigt habe. Das sind also jetzt hier diese drei Gleichungen. Und jetzt kommen noch die hier unten. Jetzt müssen wir noch das Momentengleichgewicht aufschreiben. So, dann nehme ich vielleicht mal sogar ein bisschen eine andere Farbe. Und dann würde ich anfangen, indem ich sage, ich schreibe das Momentengleichgewicht um die Y-Achse auf. Die Richtung, da bin ich frei, was ich als positiv zähle. Ich trage jetzt diesen Doppelpfeil in diese Richtung ein und damit zähle ich in dieser Richtung positiv. So, als Bezugspunkt brauche ich natürlich auch einen, nehme ich den Punkt A. Das ist der hier, wo mein Festlager sitzt. Und damit kann ich anfangen. Jetzt könnte ich nämlich sagen, okay, um diese Y-Achse wäre jetzt der erste Anteil, den ich nehme, das FR. Ich sollte das vielleicht hier lieber mit so einer Farbe nehmen, dann kann ich das nacheinander markieren. Könnte ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, FR. Und jetzt brauchen wir noch den Hebelarm. Und der Hebelarm ist das A. Ne? Also um diese Achse hier aufgestellt,
FR am Hebelarm A und zwar positiv, rechte Handregel. So, entsprechend entgegengesetzt zeigt FBZ, also schreiben wir minus FBZ und der Hebelarm ist jetzt A plus B. Okay, so und dann haben wir noch hier dieses FA und da müssen wir wieder aufpassen, wieder negativ minus FA am Hebelarm R. Ja, das ist hier das R, das ist mein Hebelarm. So, und das ist 0. Ne? Okay. So, das ist die eine Richtung. Jetzt machen wir wieder die nächste Richtung. Also wieder Momentengleichgewicht als Bezugspunkt in Punkt A. Und das ist jetzt, wie gesagt, hier diese Achse. So, und da sehen wir schon, in dieser Achse liegt unser M0. Und so wie ich meine positive Zählrichtung festgelegt habe, muss ich schreiben minus M0. Okay. Und dann geht es weiter mit FU mal R. Und das ist positiv. Und das ist 0. Ne? Hier, das ist das FU. Wieder am Hebelarm R, das ist positiv. Das FA hat keinen Anteil, weil es in Richtung der X-Achse zeigt. Und das FR hat auch keinen Anteil, ne? Wegen dem Hebelarm. So, dann bleibt uns als letztes noch diese vertikale Richtung. Wieder als Bezugspunkt hier immer angeben, den Punkt A. Hier kommt jetzt natürlich das FU mit ins Spiel, weil um diese Achse muss ich schreiben minus FU mal A und dann haben wir noch plus FBY am Hebel Arm A plus B ist gleich 0. So, und damit habe ich auch mein Momentengleichgewicht formuliert. So, und jetzt überlegen wir nochmal. Ich hatte gelb unterlegt, und das mache ich jetzt nochmal, meine Unbekannten. Also FAY, FAX, FBY, FAZ, FBZ, FBZ, FBY. Zähle ich die jetzt durch, ja, dann habe ich ja genau, 5 Unbekannte. Also nochmal meine gesuchten Größen wäre also jetzt FAX, FAY, FAZ und dann steht hier noch FBY und FBZ. So, das heißt, ich habe 6 Gleichungen und 5 Unbekannte und das passt noch nicht. Ne? Deswegen überlegen wir nochmal, was war denn gegeben? Gegeben waren die Größen hier am Zahn. Also gegeben war FR, FU und FA. Aber das Moment M0 hier, was zum Beispiel so ein Antriebsmoment sein könnte, das war nicht gegeben. Dementsprechend ist das eine zusätzliche Unbekannte und die muss einfach hier mit rein. So, und dann passt es wieder. Dann habe ich 6 Gleichungen und 6 Unbekannte. So, und dann kann ich das hier entsprechend nach den 6 Unbekannten auflösen, was ich an dieser Stelle aber nicht machen möchte. So, damit habe ich auch dieses Beispiel abgeschlossen. Was jetzt konsequenterweise folgt, ist die Berechnung oder Bestimmung von Schnittgrößen bei räumlichen Tragwerken. Das werde ich Ihnen dann im nächsten Video zeigen. Bis hierher bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.